So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. In der letzten Folge bin ich zweimal hier an der Challenge krepiert. Wir probieren's einfach wieder. Wird schon irgendwie eine Horde von denen gegen uns zwei. Ja. Nicht zu vergessen, dass eine Horde. So, dich einmal hier. So, wir sammeln erstmal wieder alles ein. Halt die Klappe, dann kann's losgehen. Entspann dich. So, wir werden mit der Waffe arbeiten tatsächlich. Damit fühle ich mich, glaube ich, ein bisschen wohler. So. Aber ich hatte das Gefühl, ich bin gerade schon ein bisschen besser vorangekommen, oder? Was sagt ihr? So, und danke. Dankeschön. Aha. Hier sind auch noch welche. Immer auf die Beine. Und dann schlagen. Und dann schlitzen. Ich versuche das mal beizubehalten. Wird nicht so einfach, aber we try. So. Wir versuchen mal Taktik. Oder so ähnlich. Das ist mein Kollege. Den brauche ich nicht anschießen. Vor allem, ich glaube, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass diese Viecher aus dem Kopf rausgewachsen kriegen. So, willst du noch einen Schlitzer? Nee. Gut. Sehr nice. Ich spiele auf normal, Chainsaw. Tschüss! Du kommst hier nicht rein. Wir spielen normal. Nahkampf, okay. Sorry, keine Absicht. Ah, leck mich. Das wollte ich vermeiden. Das wollte ich vermeiden. Damn it. Oh, Diggi. Boah. Okay, warte. Ja, ja, da ist hier gerade für mich schwer. Ausrüsten. Guck weg. Das ist gut. Dich einmal. Das ist gut. Ah, ich könnte noch mal einen Fisch snacken. Das ist Luis neben mir. So, du bist... Na, brauchst du noch was? Was dich haben wir. Einmal kurz aus dem Kampf vorbeischummeln. Ah! Oh, nee! Ich glaub es nicht. Augen zu. Boah, sah die hässlich aus. Boah, aber weiter mit ihrem Gesicht. Meine Fresse. So, hier einmal kurz zumachen. So. Das sollte passen. So. Dankeschön. Oh. Der Arme. Nee, hat er ja nicht. Sorry. Sorry. Oh, ich habe den Timer gar nicht gestellt. Jetzt aber. Egal. Das mehr Zeit brauche ich. Nee, ich habe keine Zeit jetzt. Ich muss erstmal hier. Und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir uns so ein bisschen aufteilen. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh. Gesicht wurde geerntet. Oh, stop it. Oh. Ja, nee, die hebe ich mir lieber auf. Okay, der hat sich einfach schlafen gelegt. Auch gut. Oh Mann, 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 Mann. Dich haben wir.
Gibt es hier oben noch irgendwie mehr Platz zum... Oh, Junge! Mehr Platz zum Kämpfen. Oh! Oh! Was ist das denn hier? Gewehr, aber ich habe eine Flinte. Ah, was kann ich denn herstellen? Flinte. Boah. Was, du könntest dir wesentlich einfach mal, wenn du den Weg verbaust, den sie nehmen. Aber wie kann ich den noch weiter verbauen? Ich sehe hier nichts. Und ich habe auch keine Heilung mehr. Ich bin schon wieder tot. Leck mich am Arsch. Schrank vor das Fenster, Leiter umschubsen. Oh. Ja, aber bringt ja auch... Warum kommst du zu mir, Louis? Da ist doch viel sinnvoller, wenn wir uns aufteilen. Leon! Die geht auf mich! Genau richtig. Ach, warte mal. I see, danke. Okay. Dann hätten wir vielleicht da drüben jetzt zumindest so ein bisschen Ruhe. Die anderen beiden wird schwierig. Aua. Da ist nichts, was ich davor... Oh. Dich haben wir. So. Sorry, ich werde jetzt nicht so viel sagen. Ich versuche mich zu konzentrieren oder so. So, ich habe Bretter nochmal. Ich habe noch Bretter? Ich habe keine Bretter. Alles klar. Kannst du bitte... Dankeschön. Sehr gut. Dich einmal. Oh, ist das viel hier? Ich bin völlig überfordert. Geht aufs Haus. Oh. Dankeschön. So, das hat doch mal Wumms gemacht. Da sind Bretter. Die kann ich benutzen. Oh, es hört. Oh, da sind noch mal Bretter. Gut. Hier einmal. Okay, das sollte passen. Boah! Junge! Mann! Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht hier. Ach, erstmal ein Fisch. Braucht Platz. Oh. Okay. So, also ab nach oben. Okay, okay, so. Machen wir jetzt die sinnvollen Dinge. Umwerfen. Umwerfen. Ah, oh, der macht hier runterspringen. Scheiße. Der macht ja nicht umwerfen. Ah! Kacke! Das hat ja leider nicht funktioniert. Boah, boah, boah. Hab auf dich gewartet, du Bein. Yo.
Kann ich die echt nicht umschmeißen? Ja, ich kann das machen. Das ist auch gut. Oh! Boah! Boah! Danke. Kriege ich hier vielleicht irgendwas Cooles? Nee, gar nichts. Weg. Nein. Ist hier irgendwas, was ich hier noch irgendwie umwerfen? Dankeschön. So. Ich habe nichts zum... Wow. So, jetzt aber. So. Komm schon. Tot. Jetzt mal hier mitnehmen. Oh. Lenchen hat die Lobby gejoint. Hi, Bas. Bin gerade etwas beschäftigt. Hey. Seid keine schüchternen Nuggies. Kommt in die Lobby. Im Discord. Natürlich. Falls. Ah, dich? Oh, die eine ist down. Oh, Scheiße, ey. Oh, da macht mich hier gerade echt fertig, Leute. Es macht mich hier gerade echt fertig. Weil er da am verletzlichsten ist, Blue. So muss ich ja denken. Mann, die stellen sich immer wieder neue auf, die Hurensöhne. Das wird ziemlich hell. Ja, Leon, wir gucken gleich auch ins Licht. Ich muss B drücken für Ausweichen. Alles verbraucht. Okay, weg, 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 weg. Ah! Boah! Jesus! Habe ich es geschafft? Jesus. Geil. Sehr nice. Easy first try und so, Leute. Oh. Puh. Was ein Stress. Ashley. Was passiert mit mir? Oh. Ashley, ist das das erste Mal, dass du Blut hustest? Dankeschön. Was weißt du darüber? Der Husten, das Blut, wird verursacht von etwas namens... Tuberkulose? Lager. Hm. Deine Ashley ist undicht. Okay. Ihr habt diese Leute gesehen. Du hast das Gleiche in dir wie sie. Das Gleiche, warum sie... So wurden. Das, diese Symptome, die du da zeigst. Und erst der Anfang. Ich will nicht wie die werden. Du hast Glück. Naja. In diesem Stadium kann der Parasit, der Plager, er kann noch entfernt werden. Mit einem kleinen Eingriff. Man braucht nur etwas Know-how. Ach ja. Und die richtigen Tools. Warte, du auch? Keine Sorge, denn ich habe einen Plan. Aber ihr müsst mir vertrauen. Gut, dann sind wir Partner. Hey, warum hilfst du? Wir haben keine Zeit für Fragen. Die Uhr tickt. Warum hilfst du uns? Weil ich mich dann besser fühle. Okay. Mich später. Okay, let's beat. Rancura hat das schneller geschafft, als ich Bratenfett sagen kann. Oh. So, we diddly did it. Was, ich soll Shift drücken? Nee, komm, wir machen mal hier. Wichtige Frage aus der Lobby. Meint ihr, dass Leon zwischen den Teilen zur Psychotherapie geht? Blue findet, dass er ständig traurig aussieht. Oh! Oh, Leute! Oh! Oh, das ist
kam jetzt so ein bisschen ins Kokoro. Maybe. Er erinnert mich so ein bisschen an den Typen aus Shadows of the Damned. Auch mit so seinem Look und so. Hast du eine Kippe? Wer bist du denn? Die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Ja, ist die fein gemacht. Ich konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst... Nee, ich bin's tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut. Ich hol ihn. Was sagst du? Ja, das ist echt geil, das Outfit. Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Basis hier. Schlechte Neuigkeiten, Condor One. Bei diesem Wetter kann der Heli unmöglich landen. Digga, ihr seid doch von der Regierung oder noch irgendwie viel weiter oben. Ihr habt doch gewiss irgendwas, was fliegen kann, trotz des Windes. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Keine Sorge, wir schwimmen heim, wenn es sein muss. Condor One, Ende. Wow. Wow. Was wird mit mir passieren? Nichts, Baby Eagle. Konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir hier wegkommen. Um ihn selbst zu tragen. Du bist aber ganz schön brutal. Meine Güte. Aber ja, würde ich auch tragen, das Outfit. Ist echt geil. Jetzt muss ich nach dem Stream erstmal nach roten Rollkragen, Pulloverkleidern suchen. Weil er ging ja schon so auch über den Arsch rüber, ne? Da war ja schon ziemlich lang. Wenn er zur Psychotherapie gehen würde, könnte er gegen den NDA verstoßen, wenn es zur mentalen Gesundheit dient? Der Arbeitgeber hätte ja nicht so... Auf jeden Fall. Jemand, der im medizinischen Bereich arbeitet, unterliegt dir der kompletten Schweigepflicht. Das heißt... Ja... Also, das wäre schon echt krass, wenn du noch nicht mal mit Ärzten darüber sprechen dürftest, könntest. Was ist das? Die Verteidigung stärken. Dies ist ein direkter Befehl von Lord Sadler. Rüstet das Gebiet ab hier zu einer Defensivstellung um Eindringlinge frühzeitig abzuwehren. Für den gerechten Glauben bin ich gewillt, jedes Opfer zu bringen. Meine frommen Gläubigen, baut mir eine unbezwingliche Festung und stellt sicher, dass jeder Heide, der dumm genug ist, einen Fuß da reinzusetzen, für seine Sünden mit Blut bezahlt. Gern geschehen. Ich habe früher voll viele Pulloverkleider getragen. Ja, als ich jünger war, habe ich das auch voll gern gemacht, tatsächlich. Mittlerweile, weiß ich nicht. I don't feel it. Mein Body feels es auch nicht. Ist es sinnvoll, diese Bretter zu behalten? Kommst du klar? Ach Mensch, armes Mädchen. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich die hier so mitnehme. Schau mal, diesen hässlichen Ding sind den Tentakel. Ich habe schon helles Licht. Und bis bekommst du mir auch die Blendgranaten kann ich schon. Habe ich schon, kann ich schon selber herstellen. Danke. Ich hab was Neues für dich. Ja, gucken wir mal. Oh, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Das gibt mir alles irgendwie nichts. Falls du wieder eins vom Köppis hast, können sie... Oh, Widruschki! Alter! Dein Ernst! Dein Ernst! Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Das ist... Dir das Leben retten? Das klingt richtig cool. Will ich tauschen, die Flinte? Ich hab sonst keine andere, ne? Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ich hab... Ach, ich fand's lustig. Man kann ja auch W870.
Man kann ja auch liebevoll ärgern. B870. Ah, ja, dafür lasse ich einiges springen. Wollen wir mal das andere probieren hier? Das sieht doch irgendwie interessant aus. Die Riot Gun. Kohle. Ah, das Ding hat den Namen Wumme doch echt verdient. Verarbeitet deinen Gegner zu blutiger Grütze. Cool. Oh, der hat voll die grünen Augen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Der Typ hat grüne Augen, das sah gut aus. Bretter für Stockbrot dagegen wäre auch sein. Ja. Das ist, was ich derzeit habe. Das klingt schon irgendwie ganz nice. Tunen. Angriffskraft, Nachladen und Magazin. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Ja, hier ist uns irgendwie gerade. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle diese Waffe überhaupt nicht. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Ich werde sie jetzt trotz. Also ich fühle die Sentinel viel mehr tatsächlich. Und der Skull Shaker. Ich glaube, ich brauche nicht mehrere. Komm, weg damit. Ich glaube, ich nehme auch die Red 9 raus. Im Grab bringt dir dein ganz. Ich fühle die halt null. Was ist denn eine mit hoher Feuerrate? Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten? Das ist für die Distanz. Ich habe mir jetzt schon eine neue Dingsens schon gekauft. Ich glaube, das hier würde mich tatsächlich interessieren. Um aus der Distanz so ein bisschen mehr schießen zu können. Aber Maschinenpistole ist auch irgendwie ganz geil. Aber die hier hat scheinbar von dem, was sie kann, deckt die mehr ab. Wobei die... Die ist halt wirklich nur zum Zielen da, ne? Wohl, aber hat verschiedene Zielrohre können montiert werden. Schulterstützen. Auf die Hyper-Sniper-Runde ist okay. Gut, dann warte ich mal. Dann werde ich lediglich tunen. Hier, wie du es haben. Na. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. So. Auf die Details kommt. Dann ist die jetzt schon sehen. Ordentlich unterwegs. Kampfmesser sieht eine noch gut aus. Eingestellte Waffe kompensiert. Das sieht doch alles gut aus. Dann, kann ich noch irgendwas? Ich behalte mal die Bretter. So, ich kann noch Sachen herstellen. Dann machen wir noch mal ein bisschen Pistolenmunition. So. Ach, guck mal, ich habe hier jetzt zum Beispiel Dragonfly. So, ein Gewehr habe ich nicht. Das heißt, ich kann die hier... Ach, ich konnte keine. Wie heißt das? Ich glaube, ich konnte... Oh, mein Kampfmesser ist kaputt. Oh, oh, oh. Jetzt wieder gut. Ich konnte keine Munition lagern, ne? Ich glaube, das war das Problem. Ja. Ich konnte nur Waffen lagern. Schade. Dann speichern wir. Dann würde ich sagen, sind wir für den nächsten Abschnitt hoffentlich gerüstet. Vielleicht noch nicht. Einmal nachladen. Und hier nachladen. Und dann vielleicht nochmal... Ich glaube, ich kaufe mir noch ein Erste-Hilfe-Spray. I don't like this. Sieh dich um. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot. Oh, ist auch nur Geld für eins drin. Naja. So. Genau, ja, mit denen bin ich ganz zufrieden. Ich würde... Eine Sekunde. Ich will noch eine Sache ändern. Und zwar, dass das hier der Schnellzug... Genau, dass das getauscht ist. Wie, du hast den ganzen Barsch schon weggefuttert? Ja, du Hunger!
Muss ich sneaken. Und mal ganz ehrlich, du hättest dasselbe getan. Don't tell me otherwise. Wir haben Gesellschaft. Folgen. Aber leise. Okay. Verstanden? Okay. Hey, ich versuch's. Oh, wie die mir jetzt ins Ohr haut. Aber ich wollte ihn nicht. No. Beim nächsten Mal. Vielleicht komme ich ja nochmal dazu, Fisch zu fangen. So, es bleibt da. Ja. Perfekt. Nice. Wo sind wir eigentlich hier? Aha. Hinter mir ist noch ein Schätzchen. Schätzchen. Ah, da ist er weiter oben. Ah, da ist er oben. Okay, wir müssen da erst hoch. So, das heißt, was ist denn jetzt hier los? Da können wir hoch. Was ist das? Zwischenziel, Schatz. Da war noch ein Schatz. Moment. Ich habe da einen Schatz vergessen, Leute. Und Flintenmunition. Upsi. Moment. Zurück. Ist das dieses Schleichen? Moment mal. Ist da ein bisschen weiter den Weg hoch? Ah, ich hör's. Ich hör's quietschen. Und ich seh's quietschen. Ja. Naja, Chainsaw. Das ist hier schon nicht ohne. Also, da muss ich. Ich muss auf schlechte Zeiten vorbereitet sein. Hä, und dann ist zu meiner Seite noch Munition. Da ist Munition. Jupp. Kann ich noch weiter nachladen? Nope. Hier nochmal nachladen. Okay. Dann können wir. Ist schon ganz nice, ganz viel Geld zu haben und einfach frei alles upgraden zu können. Oder weiß ich nicht. Lebenshilfe zu kaufen. Scheiße. Okay, oh Gott. Im Spiel, im Real Life, sowohl als auch. Ach, guck mal. Ich kümmere mich erstmal um die Diamanten. Ach, Mister, hier wäre... Warte mal. Die Boni. Heißt das echt Bonus? Zwei Farben hat einen geringeren Bonus als die doppelte Farbe. Dann mache ich den Armreif so, dass der den bekommt. Ja, das sieht doch schön aus. Bonus! Sentinel 9 ist vom Deluxe-Paket. Not sure. Shit. So. Ich brauch Platz. Ja, verkrümel dich mal bitte. Ja, geh mal in Deckung. Oh, nee! Nicht handlungsfähig. Was ist das hier? Ja, ich bin auch gerade nicht handlungsfähig. Meine Fresse. So. Alles okay? Ja, alles easy. Bonuten! Geil, das klingt wie was zu essen. Ich würde snacken. Vielleicht sollte ich nicht immer durch das Feuer rennen, ne? Oder was meint ihr? Sollte man mal lassen, vielleicht. Nimmt kein Ende. Hoffentlich werden wir schon weniger Geld verdienen als vorher. Warum? Ich glaube, da ist eine sehr ungewöhnliche Aussage. Mitten in der Inflation. Ashley! Alles okay? Girl, komm. Geht's dir gut? Ja. Achso, ich helfe dir einfach immer nur auf. Wo? Hallo? Ah. War die das? Nee, da fliegt immer noch was auf uns zu.
und zwei. Ah, da oben! Ja, dafür wäre zum Beispiel jetzt die Sniper voll geil. 30 nicht von 30. Alles klar bei dir? Ja, danke. Budu. So, wir gehen mal ganz kurz zurück. Ich will mal eben. Ah, wobei, ich brauche gar kein Geld. Und Platz nimmt das auch nicht ein. Komm. Genau, bei Fuß. Was auf den Urlaub überschreiben konnte, komm. Doch. Was immer dich glücklich macht. Und womit du dich wohlfühlst. Das wird jetzt auch in nächster Zeit irgendwie so ein großes. Oh, keine Falle, keine Falle. Noch so ein wichtiges, großes Ding für mich. Arbeitsgestaltung, wie viel ich was arbeite und ich bin so unentschlossen, wie ich das jetzt in Zukunft umsetzen werde. Gut, du brennst. Das ist fein. Riecht bestimmt nach Chicken. So, ganz vorsichtig, Ashley. Nicht in die Bärenfalle treten. Mach nicht die Sakura. Das ist gut. So, kann ich denn hier zum Beispiel wieder. Nee. Gib die Kiste. Aber du hast ja hoffentlich gesagt. Oh. Und hoffentlich klingt hier so, als würdest du das wollen. Dass sich das jetzt. Oder ich habe es falsch gelesen. Nein, ich mach das nicht mit Absicht. Und hallo. Ach nee, Rizarus war schon da. So, habe ich hier noch was vergessen? Kommt man da eigentlich noch hoch? Vielleicht später. So, jetzt aber nicht mehr in die Bären fallen, ja? Jetzt nicht mehr. Weil es überhaupt ein neuer Job ist. Okay. Oh mein Gott, seht ihr da auch dieses Affengesicht drin? Schaut mal, das hier, das sind die Augenbrauenknochen. Das hier sind die Augen. Und das ist die Nase. Aber wahrscheinlich soll es einfach nur ein random Stein sein. Oh Gott, ah, Mann, ey, ich hasse solche Gebiete. Das ist so anstrengend. Sagte sie, die hier nun. Kann man Resident Evil schon hier schon als Shooter zählen? Oh, hi! Ja, ne? Horror-Shooter-Gedöns. Oder so. Third-Person-Shooter, So, das ist gut. Kommt hier noch aufs Kapitel an, okay. Also Shooter Anfang der Reihe. Ach so. Ja, weil wir hier schon viel am Ballern sind, ne? Ui. Kann ich den auch mit Steinchen besetzen? Ui. 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 Oh, das ist aber schön. Habe ich einen Blinky Blonky. Ui. Ich glaube, das ist dann auch so einer der. Ah, ich sehe gerade, noch krasserer Bonus wäre dreimal dieselbe Farbe in dem Falle. Was ich rein theoretisch. Nicht nur rein theoretisch, sogar rein praktisch umsetzen kann. Cool. Weiß nicht, 5 war. Ja, 5 war voll Action. Und 6 war vorhanden. Aber ich habe gehört, dass 6 wohl im Koop immerhin einigermaßen Spaß machen soll. Beziehungsweise würde mich dann wahrscheinlich auch im Koop mal interessieren. Ich habe das damals. Ja, hatte ich das auch direkt für die Xbox, ja. Und irgendwie, ich fand die Panda-Schaukel ganz cool für Chris. Ja, nicht nur Chris, aber dieses, ich glaube, das war das Kapitel mit Chris, wo man sich auf die Panda-Schaukel setzen konnte.
Ja, du liebst oder hast, es kommt teilweise auf Storystrang an. Verdächtig ruhig hier. Mich mag nicht. Die sind bestimmt alle nur gerade drin zum Abendessen. Sind bestimmt irgendwo am Snacken. Im Nachhinein okay. Wir schleichen mal. Zweimal gespielt ist doch auch schon gut. Ja, Mann! Kebams! Immer schön knallen hier. Das macht Spaß. Und hallo, Yuki-chan! Willkommen zu Resident Evil 4. Ich hoffe, dir geht's gut. That's what she said. Vielleicht soll ich das auch ergeben. 100 Mal gespielt. Krass. Ist das grün? Ne, es ist gelb. Ich habe kein grün. Ich brauche gelb. Ne, ich brauche grün. Ich habe gelb und ich brauche grün. So. Boah, Leute, ich erwarte hier später richtig krasse Gegnerhorden. Das geht jetzt nice. Ja, die ganzen anderen Spiele habe ich irgendwie noch so gar nicht gespielt. Also jetzt 1 bis 3 habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Bei Kanada Streaming ist zwar gut, dem Original absolut nicht gerecht. Okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ich dann irgendwann mal endlich mal dazu komme, das Ganze dann auch zu spielen. So, herstellen. Ja, guten Appetit, Fluffy. So, das nehmen wir alles mit. Das ist fein. Ich werde gleich auch eine Pause machen. Anweisung geben. Bleib hier. Was? Okay. Nein, wie geil. Ja, der ist so ein bisschen entspannter. Ich habe auch gerade Chips. Ja, njom, njom, njom. Ja, wir machen gleich auch... Die Folge ist gleich auch um. Und noch so eine Haarnadel. Wie cool. Ich kann da wirklich nichts hinzufügen, ne? Nee. Gott, Veronica. Naja, aktuell ist ja gerade so eine Riesenwelle an Remakes. Who knows? Vielleicht kommt da ja noch entsprechendes. Wundern würde es mich zumindest nicht. Moment. Ich höre doch was. Da! Oh, das ist aber ganz schön weit weg. Egal, dann haben wir es trotzdem. So, perfekt. Ich will noch mal ganz kurz ein bisschen weiter gucken. Ah, okay, komm. Hoffe, dass Metal Gear 2 wird. Ach, der dritte Teil von Metal Gear wird jetzt remaked. Nee, habe ich das mitgekriegt? Nee. Guck mal, hier alles kaputt. Nee. Oh, das war gut. Ich. Oh, yo! Na super. Sorry, gehört das etwa euch? Ich glaube, das sind diese Zwillingsschwestern, ne? Kettensägen Corinna, sie hat da. Oh Gott! Okay, Leute, das war's für heute mit Let's Play Resident Evil 4. In der nächsten Folge werden wir uns mal gegen die Damen durchkämpfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.